Willkommen nun im fünften Teil der Einführung in die phänomenologische Bewegung. In diesem Teil wird es um die Phänomenologin gehen, die Phänomenologinnen Hedwig Konrad Martius, Gerda Walter und Edith Stein. Hier in diesem Video, in diesem Lehrvideo, möchte ich Ihnen verdeutlichen, welche Rolle die Phänomenologinnen in der phänomenologischen Bewegung gespielt haben. Und durch wen sie beeinflusst wurden, zu welchen Zirkeln sie gehörten und welche thematischen Schwerpunkte sie somit hatten. Dies ist alles wichtig, um einfach als Hintergrundwissen zu verstehen, mit welchen Themen sich die Philosophinnen auseinandergesetzt haben und wie sie eben in der Phänomenologie zu verorten sind. Das wird Ihnen eben auch helfen, die Texte der Phänomenologinnen zu verstehen. Somit beginne ich jetzt wieder mit der PowerPoint-Präsentation. Hier sehen wir die Phänomenologinnen Hedwig Konrad Martius, Edith Stein und Gerda Walter. Beginnen möchte ich mit der Phänomenologin Hedwig Konrad Martius und eben ihrem Werdegang sowie eben ihrer Rolle für die Phänomenologie. Hedwig Konrad Martius begann ihr Studium an der Universität in München 1909 mit der Fächerkombination Philosophie, Psychologie und Kunstgeschichte. Ihr allererstes Philosophieseminar hatte sie bei Moritz Geiger, der sie eben dann auch in den Münchner Phänomenologischen Zirkel einführte und ihr die Möglichkeit gab, dort einzutreten. Ihr Übergang nach Göttingen geschah dann auch durch Empfehlung von Moritz Geiger. Er war ja ebenfalls nach Göttingen gegangen und empfahl ihr auch, nach Göttingen zu Husserl zu kommen, um da eben Husserls Phänomenologie kennenzulernen. Sie übernahm in Göttingen sehr schnell eine große, wichtige Rolle, indem sie eben Mitglied dieser philosophischen Gesellschaft Göttingen wurde und dann aber auch, wie schon in dem vorherigen Video erwähnt, 1911 und 1912 die Leiterin der philosophischen Gesellschaft Göttingen war. 1912 erhielt sie einen Preis der Philosophischen Fakultät Göttingen für ihre Arbeit, die erkenntnistheoretische Grundlage des Positivismus. Diese möchte ich Ihnen einmal zunächst über das Portal Open noch einmal zeigen. Und genau, also das war eben ihre Preisschrift, die sie 1912 einreichte bei einem Wettbewerb. Und sie hat eben den Preis gewonnen. Es war ein anonymer Wettbewerb sozusagen, also die Juroren wussten nicht, wer die philosophischen Texte eingereicht hat. Und Hedwig Konrad Martius war nun diejenige, die den Preis gewonnen hat. Dazu gab es zahlreiche Zeitungsartikel, denn das war eben auch ein großes Event, dass nun jetzt eine Frau diesen Philosophiepreis gewonnen hat. Und unter anderem gab es auch zahlreiche Zeitungsartikel in den USA zu diesem Thema. Und zum einen gab es eben diesen Zeitungsartikel aus The San Francisco Examiner. Mit dem Titel German Fräulein is a clever thinker. In diesem Zeitungsartikel, den ich Ihnen jetzt gleich vorlesen werde, geht es eben darum, dass sich hier natürlich ein wenig darüber lustig gemacht wird, dass man in Deutschland eine Frau da kürt, sozusagen, also die philosophischen Texte einer Frau kürt. Aber dieser Zeitungsartikel macht natürlich auch deutlich, was das für eine besondere Ehre für Hedwig Konrad Martius war und was auch deutlich macht, was für eine exzellente Denkerin Hedwig Konrad Martius war. Also in diesem Zeitungsartikel steht: Professors of Göttingen University Crown Book on Philosophy by Young Women. Berlin, September 21st. People who dislike clever women are in a tragic mood. The cleverest philosopher in Germany is a woman, and a brand new woman too. Hedwig Martius has had her book on philosophy crowned and prized
By Göttingen University, a 21-year-old girl with a round, pleasant feature of an everyday German Hausfrau has beaten the cleverest brains of Germany. To celebrate its foundation festival, Göttingen University resolved to give a prize to the best original work on a philosophical subject. A number of professors with long white beards and spectacles were chosen to judge. The names of all competitors were sealed in envelopes so that there might be no favoritism. After they had examined, sadly, about 200 philosophical works on different theses, the learned examiners found that only one of them had a right to the prize. It bore this attractive title, The Institutional Theoretical Principles of Positivism. The learned professors read it again and pronounced it to be profound, original and striking. It was the work, the opined, of some brilliant young professor of Leipzig. But on opening the sealed envelope, out came a humble docket inscribed Fräulein Studentin Philosophische Hedwig Martius of Rostock. Naturally, the professors were surprised, but they adjudged Fräulein Hedwig Konrad Martius. Also dies ist nur eben ein Beispiel dafür, dass dieses Ereignis, dass Hedwig Konrad Martius den Preis erhalten hat, tatsächlich internationales Interesse geweckt hat. Auch wenn dieser Artikel natürlich suffisant geschrieben ist, bedeutet das auch, dass eben Hedwig Konrad Martius unter 200 Bewerbern den Preis für philosophische Texte bekommen hat und ihre Preisschrift eben die erkenntnistheoretische Grundlage des Positivismus gekürt wurde. Hedwig Konrad Martius wollte bei Husserl promovieren, konnte ihre Arbeit aber nicht dort einreichen, denn Frauen konnten an der Universität in Göttingen zu der Zeit noch nicht promovieren, das heißt noch nicht ihren Doktortitel erreichen. Somit fragte sie dann Fender in München und reichte dort ihre preisgekrönte Schrift als Dissertation ein. Im selben Jahr heiratete sie dann Theodor Konrad und wollte eine akademische Karriere anstreben, doch das war eben für Frauen zu der Zeit noch nicht vorgesehen. Daher hatte sie dann mit ihrem Mann entschieden, eine Obstplantage in Bergzabern zu erwerben, um so eben dann sich über Wasser zu halten und durch den Verkauf von Obst und so weiter ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Diese Plantage hatte sie dann von 1919 bis 1937 mit ihrem Mann, die sogenannte Bergzabern-Plantage. Dort schrieb sie dann einen Großteil ihrer Werke. Interessant ist eben auch, dass diese Obstplantage in Bergzabern tatsächlich dann zum Ort des Philosophierens und der Phänomenologie wurde. Und es entwickelte sich dort der Bergzabern-Kreis. Zahlreiche Phänomenologen kamen dorthin und haben sich dort mit dem Paar Konrad Martius getroffen und eben auch philosophiert und weiter ihre phänomenologischen Ideen weiterentwickeln. Schwerpunkt des Bergzabernkreises bildeten die Theorien von Adolf Reinach, denn Adolf Reinach war ja im Ersten Weltkrieg verstorben und es war eben das Ziel dieser Bergzabern-Gruppe, seine Werke zu einem Gesamtwerk zusammenzuschreiben und zu verfassen und dieses dann zu publizieren. Erst dann nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Hedwig Konrad Martius als Honorarprofessorin an der Universität in München tätig sein. Zunächst 1949 hatte sie dann einen Lehrauftrag für Naturphilosophie an der Universität in München und ab 1955 war sie dann Honorarprofessorin. Zu dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sie ihre eigene Position der ontologischen Phänomenologie, die ganz stark geprägt war durch ihre Göttinger Zeit, durch die logischen Untersuchungen Husserls und durch ihre Auseinandersetzung mit den anderen Phänomenologen in der Göttinger Zeit. Durch den Schülerkreis,
den Hedwig Konrad Martius sich in München nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat, kam es auch wieder zu einer Wiederanknüpfung an die Göttinger Phänomenologie durch beispielsweise ihren Schüler Eberhard A.W. Lamont, der dann in den 1970er Jahren ihren Nachlass in der Staatsbibliothek in München verwaltet hat und auch zahlreiche Schriften nach ihrem Tod publiziert hat. Was wir auf jeden Fall deutlich sehen können, ist, dass Hedwig Konrad Martius stark durch Husserl geprägt war, durch die Göttinger Zeit Husserls, durch seine logischen Untersuchungen und dass sie das eben sogar noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg weitergetragen hat und diese Phänomenologie weiterentwickelt hat, selbst dann später als Professorin. Hedwig Konrad Martius war die einzige der drei Frauen, die es eine akademische Karriere geschafft hat und die als Professorin lehren konnte. Wenn Sie noch einmal auf die Webseite Open zurückgehen, können Sie hier genau sehen, wie viel Hedwig Konrad Martius im Laufe ihres Lebens publiziert hat. Sie sehen, das erste Werk war 1913, dann ihre Preisschrift, die als Dissertation veröffentlicht wurde. Und wenn Sie hier weiter runter scrollen, sehen Sie, wie viel sie in ihrem Laufe ihrer Karriere und ihres Lebens geschrieben hat. Und ihre letzte Schrift stammt von 1965 und das sind eben ihre Bände, Schriften zur Philosophie. Diese können Sie hier alle bei Ofen einsehen. Wenn Sie allerdings Interesse haben, die Primärliteratur von Hedwig Konrad Martius zu sehen, so haben Sie die Möglichkeit, über das Archiv des Center for the History of Women, Philosophers and Sciences der Universität Paderborn sich das Archiv anzuschauen. Public Archive heißt es. Da haben Sie die Möglichkeit, einen Termin mit mir zu vereinbaren und so können Sie dann die gesamte Literatur als PDF-Dateien einsehen und lesen. Wir haben dort eben die sämtliche Primärliteratur von Hedwig Konrad Martius, Gerda Walter und Gerda Walter gespeichert, sowie von anderen noch unbekannten Phänomenologinnen. Dies einmal zu Hedwig Konrad Martius. Im nächsten Schritt geht es dann zu Edith Stein. Edith Stein begann ihr Studium in Breslau. Bei ihrem Studium in Breslau stieß sie dann auf Husserls logische Untersuchungen und da eben dieses Werk ein großes Interesse geweckt hat, wechselte sie dann 1913 nach Göttingen zu Husserl, wie wir eben schon an den anderen Folien gesehen haben. So wurde sie dann auch Teil des Göttinger Phänomenologischen Zirkels. In dieser Gruppe, also der sozusagen Münchner Göttinger Gruppe, die sich dann in Göttingen versammelte, wurde sie durch Adolf Reinach herzlich aufgenommen. Sie entschied sich dann, bei Husserl zu promovieren, aber Husserl sagte eben, sie solle zunächst einmal ihr Staatsexamen abschließen, bevor sie eben ihn überhaupt bezüglich einer Promotion fragen könnte. So tat sie es dann auch und sie verfasste ihre Staatsexamen bereits zu dem Begriff der Einfühlung, leistete somit dann schon eine Vorarbeit für ihr Promotionsthema. 1915 begann sie dann mit der Promotion und schloss dann am 3. August 1916 in Freiburg ihre Promotion ab mit Summa Cum Laude. Wenn ich noch einmal kurz zurück zu Ofen gehe, sehen Sie dann, das war ihre Dissertation, die sie 1917 dann veröffentlichte, zum Problem der Einfühlung, das Einfühlungsproblem in seiner historischen Entwicklung und in phänomenologischer Betrachtung. Das war das Thema ihrer Dissertation, die sie 1917 veröffentlichte. Als sie dann 1916 mit Husserl nach Freiburg ging, wie ich schon in dem vorherigen Video zur Freiburger Gruppe erklärt habe, waren es eben nur Edith Stein und Roman Ingarden als Promotionsstudenten, die mit nach Freiburg gegangen sind, arbeitete Stein dort für Husserl als seine Assistentin, wissenschaftliche Assistentin. Dies tat sie von 1916 bis 1918.
Ihre Aufgabe war dort, Husserls Manuskripte zu den Ideen 2 zu sortieren und zu transkribieren. Also das heißt, sie sollte aus der Gabelsberger Kurzschrift, die Husserl verwendete, um seine Ideen aufzuschreiben, dies in einen lesbaren Text transkribieren. Um sich das einmal vorzustellen, die Gabelsberger Kurzschrift sah wie folgt aus. Es war eben eine Kurzschrift, die es Husserl ermöglichte, zahlreiche Seiten zu verfassen, ohne viel zu schreiben. Genau, Stein hatte sich diese angeeignet, diese Schrift, und war fast die einzige seiner Assistenten, die eben diese Kurzschrift lesen konnten und auch übersetzen, also transkribieren konnten. Stein wollte gerne die Ideen 2, die sie ja nun jetzt über Jahre hinweg bearbeitet hatte, publizieren lassen im Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Doch Husserl zögerte, denn er war sich noch nicht so ganz sicher mit dem, was dort in den Ideen 2 stand. Und deswegen wurden die Ideen 2 auch erst posthum nach Husserls Tod 1952 im Band Husserliana veröffentlicht. Stein bereitete viele Manuskripte von Husserl zur Publikation vor, die Husserl aber nicht übernahm. Das heißt, Stein war nach einer gewissen Zeit auch etwas frustriert. Sie hatte so viel Zeit investiert in diese Arbeit, hat Husserls zahlreiche Manuskripte sortiert, transkribiert, dies in einen publizierbaren Text verwandelt und Husserl lehnte es immer wieder ab, sie zu publizieren. Darüber hinaus war Stein auch mit der wissenschaftlichen Lehre in Freiburg betraut. Das heißt, sie gab auch Seminare. Da gab es zum einen die Einführung in die Phänomenologie. Diese lehrte sie im Wintersemester 1916-17 sowie im Sommersemester 17. Interessant hieran ist zum einen, dass Husserl diese Einführung in die Phänomenologie als philosophischen Kindergarten bezeichnete. Ja, das war einfach im Prinzip eine Einführung, die Edith Stein gab. Und es ist eben wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch Walter Teil dieser Einführung war, also daran teilgenommen hat, Stein darüber kennengelernt hat, über diese Einführung im philosophischen Kindergarten. Und Walter hat diese Einführung im Sommersemester 1917 bei Edith Stein besucht. 1918 kündigte Edith Stein dann. Und kündigte dann und hoffte darauf, dass sie wie Roman Ingarden eine Habilitation angeboten bekommt. Also eben, dass Husserl ihr sagt, sie sei jedoch fähig zu habilitieren, das heißt einen Professorentitel zu erlangen und das eben bei Husserl. Allerdings war es so, dass Husserl prinzipiell gegen die Habilitation von Frauen war, also dass Frauen Professorentitel erlangen. Daraufhin entschied Stein sich dann im April 1918 zu kündigen und sich dann um andere Themen zu kümmern, wie beispielsweise den Nachlass von Adolf Reinach, der 1917 im Ersten Weltkrieg verstorben war. Und darum kümmerte sie sich dann und wollte eben ein Werk daraus verfassen, um den Nachlass zu publizieren von Adolf Reinach. 1919 wollte sie ihr Werk Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften als Habilitationsschrift einreichen. Dieses möchte ich Ihnen auch einmal kurz zeigen. Kleinen Moment, ich suche es einmal. Die Beiträge, genau, die finden Sie auch hier bei Ofen wieder. Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften. Hier in diesem Seminar habe ich Ihnen eben auch Auszüge daraus bereitgestellt. Da ist Ihr Stein hier um das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft ging, unter anderem. Nun hatte sie versucht, dieses Werk als Habilitationsschrift einzureichen. Dieses wurde aber aus sexistischen und aber auch strategischen Gründen sowohl an der Universität in Breslau
der Universität in Göttingen, Hamburg und Kiel abgelehnt. Aber das Werk wurde dann 1922 unter der Leitung von Fender oder eben mit Unterstützung durch Fender im Jahrbuch publiziert. 1922 wurde sie katholisch getauft. Sie war ja ursprünglich eine jüdisch getauft, Jüdin, und hat sich aber 1922 konvertieren lassen zum Katholizismus und wurde dann in Bad Bergzabern, also dort, wo Hedwig Konrad Marz Obstplantage war, getauft. Und Hedwig Konrad Marz war tatsächlich auch ihre Taufpatin. Das heißt, die beiden hatten ein enges Verhältnis, standen in engem Kontakt, denn auch Edith Steins Arbeit am Nachlass von Adolf Reinach war natürlich entstanden im Zusammenhang mit dem Bergzabernkreis, also mit Familie Theodor Konrad, Hedwig Konrad Martius zusammen. 1923 entschied sich Edith Stein dann, Lehrerin in Speyer zu werden. Also sie sah, dass sie keine Möglichkeiten mehr hatte, an die Universität zurückzukehren und ihre phänomenologischen Arbeiten an der Universität fortzuführen. Aber was sich dennoch sagen lässt, ist, dass sie nie aufgehört hat, ihre phänomenologische Lehre oder ihre phänomenologische Methode, die sie bei Husserl gelernt hat, auf ihre Themen anzuwenden. 1931 schrieb sie erneut eine Habilitationsschrift mit dem Namen Potenz und Akt. Aber auch diese wurde abgelehnt und wurde nicht als Habilitationsschrift angenommen, sodass sie 1933 dann in den Karmel Maria vom Frieden in Köln eintritt, also ins Kloster als Nonne eintritt und eben deutlich macht, dass der Katholizismus eine bedeutende Rolle für sie in ihrem Leben hat und sie eben als Nonne dort leben möchte. 1918, Entschuldigung, 1938 siedelte sie ins niederländische Echt über, aufgrund des Nationalsozialismus, der sich ja nun seit 1933 in Deutschland ausgebreitet hatte. Und 1942 wurde sie dann nach Auschwitz deportiert als Jüdin und dort ermordet. Ihre letzten Worte, die sie sagte, als sie aus dem Zug, Deportationszug ausstieg, in Auschwitz-Birkenau waren, komm, wir gehen für unser Volk. Und das waren eben ihre letzten Worte. Und somit gilt Edith Stein eben auch gerade aus Sicht des Katholizismus als Märtyrerin, die sich geopfert hat für ihr Volk und wird eben auch aus heutiger Sicht oft als Märtyrerin verstanden. Dabei tritt dann natürlich ein wenig ihre phänomenologischen Ursprung, ihr phänomenologischer ursprünglicher Weg in den Hintergrund und ihre phänomenologischen Schriften. Die phänomenologischen Schriften von Edith Stein, wenn ich noch einmal zurückgehe zu Ofen, finden Sie eben hier aufgelistet alle. Genau, der bedeutende Unterschied hier ist, dass sie alle Literatur über das Kloster finden, über den Karmel Maria von Frieden, denn dieses Kloster hat sich eben zum Nachlassverwalter von Edith Stein herauskristallisiert und es gibt eben die Möglichkeit, auch dort ihren Nachlass zu besuchen, besichtigen in Köln. Welche Bedeutung hatte nun Edith Stein für die Phänomenologie? Wie sich deutlich ersichtbar wurde, war Edith Stein ja eben die Assistentin von Husserl und hat eben mitgeholfen, zahlreiche Dokumente, Manuskripte zu sortieren und zu kommentieren und hat an vielen Stellen in Husserls Manuskripten darauf hingewiesen, dass es hier beispielsweise logische Fehlschlüsse gibt oder dass es hier manche Sachen ausführlicher formuliert werden müssten und so weiter. Sie ist sehr kritisch daran gegangen und hat Husserl wirklich stark unterstützt, was seine Manuskriptlage anbangt. Und in der aktuellen Forschung wird jetzt nun gerade erforscht, wie viel tatsächlich nun Edith Steins Werk oder Edith Steins Schaffen ist, was in den Ideen 2 publiziert wurde 1952 und was halt Husserls Teil ist.
Also welche Bereiche wirklich durch Edith Stein stark beeinflusst wurden. Und es lässt sich eben nicht nachträglich nicht mehr ganz ausdifferenzieren, welche Abschnitte oder welche Teile Stein geschrieben hat und welche Husserl geschrieben hat. Aber was deutlich wird, ist, dass eben Stein und Husserl eng zusammengearbeitet haben, dass Edith Stein stark durch Husserl beeinflusst war, vor allem durch die Göttinger Zeit, und sie eben ihre philosophischen Themen mit Hilfe Husserls phänomenologischer Methode erarbeitet hat. Wie zum Beispiel ihre phänomenologische Untersuchung des Staates, des Individuums und der Gemeinschaft, der Persönlichkeit und so weiter. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt zu der Philosophin Gerda Walther über. Da gehe ich wieder zurück in die PowerPoint-Präsentation. Und dort sind wir dann bei Gerda Walther angelangt. Welchen Platz nahm nun Gerda Walther in der phänomenologischen Bewegung ein? Walthers Studium begann 1915 und 16 in München. Ihr Ziel war es, sozialistische Agitatorin zu werden. Sie war allerdings nicht sehr begeistert mit den gewählten Kursen, die sie dort an der Universität in München genommen hatte, besucht hatte. Denn sie war der Auffassung, dass die Dozenten dort wenig Ahnung und Verständnis vom Marxismus hatten und sich nicht wirklich damit auseinandersetzen konnten. Walther war nun mal selbst sehr stark ausgebildet im Marxismus und kannte sich sehr gut aus, denn ihr Vater hatte sie eben atheistisch und marxistisch erzogen. Das heißt, Walther galt ein großes Interesse am Marxismus und sie kannte sich wirklich sehr gut darin aus. Sie wollte eben gerne sich dort weiterentwickeln und darin auch studieren und somit eben sozialistische Agitatorin werden. Also Agitatorin würde man im negativen Sinne Propagandistin nennen, aber im positiven Sinne bedeutet es eben, dass sie sich für die sozialistischen Partei einsetzen möchte und dort eben diese bewerben möchte. Nun stellte sich aber eben in München fest, dass sie nicht sehr zufrieden war mit ihren dort gewählten volkswirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Seminaren, sodass sie sich dann eben entschloss, im Sommersemester 1916 eine erste Veranstaltung bei Alexander Fender zu besuchen. Und sie war sofort begeistert und lernt von ihm und seiner Psychologie und seiner psychologischen Phänomenologie, dass sie eben dort die Phänomenologie kennenlernte und sich sofort für diese Thematik interessierte. Hier kam sie dann auch in Kontakt mit Husserls logischen Untersuchen 1 und 2 und in eben Husserls Werk Ideen 1. Diese begann sie sofort zu lesen und ging dann eben 1917 nach Freiburg, wurde dann da auch Teil der Freiburger Gruppe. Also sie kam aus der Schule Fenders, hat dort da die Münchner Phänomenologie kennengelernt, ist aber dann eben Teil der Freiburger Gruppe geworden, 1917, und hat dort Veranstaltungen von Husserl, Heidegger und Jonas Kuhn belegt. Bei Jonas Kuhn hat sie eben Hegel-Seminare belegt, sodass sie sich hier eben ein breites Wissen angeeignet hat. Husserl jedoch war anfänglich nicht einverstanden, dass Walther Seminare von ihm besuchen wollte, denn er war ja schließlich der Meinung, dass die Münchner Phänomenologie schließlich auf der Ebene der Ontologie stehen geblieben sei. Daher sollte Walther zunächst einmal in Edith Steins philosophischen Kindergarten gehen. Das heißt, Edith Steins Einführung in die Phänomenologie besuchen. Dort war sie ja dann, wie ich das eben bei Edith Stein schon erläutert habe, Schülerin bei Edith Stein im Sommersemester 1917. Edith Stein und Walther kannten sich natürlich durch die Einführung in die Phänomenologie. Edith Stein hielt Walther für eine ganz herausragende Schülerin, die es weit bringen konnte. Walther fand Edith Stein furchteinflößend vielleicht. Sie kannten sich, sie waren in Kontakt miteinander, aber sie verband keine Freundschaft, wie es jetzt Beispiel Hedwig Konrad Martius und Edith Stein verband. Sie kannten sich und tauschten sich über philosophische Themen aus.
Während dieser Zeit besuchte Walter eben auch Vorlesungen bei Moritz Geiger und Max Weber. Während dieser Zeit war sie dann eben Teil dieser Freiburger Gruppe und hielt, wie schon gesagt, 1918, 1919 den Eröffnungsvortrag der Freiburger Phänomenologischen Gesellschaft mit dem Titel Zur Problematik von Husserls reinem Ich. Während dieser Zeit in Freiburg verfasste sie auch das Sachregister für Husserls Ideen 1. Das möchte ich Ihnen einmal per Ofen zeigen. Ja, hier finden Sie da Walter dargestellt. Das ist ein spätes Bild von ihr. Da müssen Sie um die 80 Jahre alt gewesen sein. Genau, und ich wollte Ihnen jetzt einmal das ausführliche Sachregister zeigen. Das bedeutet, Walter hat ein Sachregister, das heißt ein Index erstellt zu jeglichen zentralen Begriffen, die in Ideen 1 vorkommen, in Husserls Ideen 1 vorkommen. Wenn Sie hier beispielsweise über Ofen dieses Dokument runterladen, sind das 32 Seiten, in denen sie ausführlich einzelne Begriffe erläutert und die Seitenzahl angibt, wo diese vorkommen in Husserls Werk. Das ist wirklich ein sehr ausführlich und sehr schön erstelltes Sachregister, was Walter dort erstellt hat. Leider wurde dieses dann später durch ein kürzeres von Ludwig Landgräbe erstellt. Das war alles sehr bedauerlich, denn Husserl hielt es nicht für notwendig, Walter darüber zu informieren, dass ihr mühsam erarbeitetes Sachregister durch das von Ludwig Landgräbe ersetzt wird in einer Neuauflage der Ideen 1. Und war darüber doch sehr erbost, dass man ihr das nicht direkt selbst mitteilte. 1919 kehrte Walter dann zurück nach München, um bei Fender ihre Dissertation zu verfassen, denn sie stellte schnell fest in Freiburg, dass die Freiburger Phänomenologie, die Husserl da nun vertrat, nicht die war, die sie bei Fender kennengelernt hatte und nicht die war, die sie zu verstehen vermochte. Es war nicht die, die sie für richtig hielt. Zudem war sie der Auffassung, dass sie bei Husserl nicht genügend Freiheiten gehabt hätte, ihr Projekt, nämlich ihr Projekt zu den sozialen Gemeinschaften durchzuführen, was Fender hingegen annahm und ihr da eine Dissertation ermöglichte, die Promotion ermöglichte. Das heißt, Walter ging wieder zurück zu Fender und blieb letztendlich ihr Leben lang eine Fender-Schülerin. Obwohl sie eben stark durch Husserls Ideen 1 beeinflusst war, blieb sie eben eindeutig eine Fender-Schülerin und blieb auch der Münchner Phänomenologie treu. 1921 verteidigte sie dann ihre Dissertation und schloss mit Summa Cum Laude ab. Ihre Dissertation war ein Beitrag zur Ontologie der sozialen Gemeinschaft mit einem Anhang zur Phänomenologie der sozialen Gemeinschaften. In diesem Seminar finden Sie ebenfalls Textauszüge aus diesem Werk zu den Themen Gemeinschaft, soziale Gemeinschaft, innere Einigung und so weiter. Das finden Sie dann im Konzeptblatt. Ihre Dissertation erschien dann 1923 im Jahrbuch. Allerdings begann bereits 1918 ihr Interesse an der Mystik. Und so verfasste sie ihn bereits während zeitgleich, als sie noch an ihrer Dissertation arbeitete, ein Manuskript, das später die Basis für ihr Werk Phänomenologie der Mystik war. In diesem Werk Phänomenologie der Mystik setzt Walter sich mit ich suche es gerade einmal, hier haben wir es. In diesem Werk setzt sich Walter mit der Frage auseinander, wie man Gott erfassen kann. Und nutzt dafür eben die phänomenologische Methode, um das darzustellen. Das Manuskript, was sie 1920 verfasste, hatte einen deutlich anderen Schwerpunkt. Nämlich da lag der Schwerpunkt tatsächlich eher darauf, wie das Bewusstsein die Person konstituiert.
Und was eben es bedeutet, das Ich, das Selbst und das Grundwesen zu sein. Und erst später bei ihrer Publikation 1923 wurde dann deutlich, dass es doch eher den Schwerpunkt hat, wie erfasse ich Gott unter Berücksichtigung der phänomenologischen Methode. Nach ihrer Promotion ging sie dann nach Heidelberg zu Karl Jaspers, um dort sich habilitieren zu lassen, um eben auch eine wissenschaftliche Karriere anzustreben. Sie begann dort auch eben ihr Habilitationsstudium, aber 1923 kam es dann zu Inflation in Deutschland, sodass Walter eben ihr ganzes Hab und Gut auch verloren hat. Sie war eine sehr reiche Person, ihr Vater war Besitzer einer sehr gut laufenden Arztpraxis, in einem Heil- und Kurort. Er war Lungenheilarzt. Und sie war dadurch sehr reich geworden auch und hatte deswegen auch nie Schwierigkeiten, ihr Studium zu finanzieren. Doch das war eben dann mit der Inflation vorbei, denn sie verlor eben den Großteil ihres Hab und Guts. Um sich eben über Wasser halten zu können, übernahm sie dann verschiedene Nebenjobs. Unter anderem war sie dann auch später in psychiatrischen Kliniken als Assistentin angestellt. Dennoch, auch wenn sie eben nun nicht mehr so viel Geld hatte, hat sie nie ihren Charakter verloren und war sich immer selbst treu geblieben. So gibt es ein interessantes Beispiel, dass Walter während ihrer Tätigkeit als Assistentin in einer psychiatrischen Klinik sich selbst einfach für psychiatrische Konferenzen angemeldet hat, um dort ein Paper vorzutragen, also einen Vortrag zu halten. Und das kam natürlich bei ihren Chefs, die natürlich angesehene Professoren waren auf diesem Gebiet, nicht sehr gut an, aber das hat Walter weniger gestört. Sie hat dann eben eher die Entscheidung getroffen, den Job zu verlassen und einfach weiter fortzufahren mit ihren Veröffentlichungen. 1928, 1929 veröffentlichte sie dann noch viele Texte, auch phänomenologischer Art, mithilfe der phänomenologischen Methode. Arbeitete dann auch immer mehr im Bereich der Parapsychologie. Dort konnte sie dann auch Fuß fassen und wurde zu einer bekannten Größe. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb sie dann auch noch lange mit Hedwig Conrad Martius und Roman Ingarden in Kontakt. Also Walter und Hedwig Conrad Martius schrieben sich noch viele Briefe und man könnte schon sagen, dass sich hier eine gewisse Freundschaft entwickelt hat. Abschließend lässt sich zu Walter nun sagen, Walter war eben Schülerin von Husserl in Freiburg, das heißt, sie war stark durch die Ideen Eints geprägt, aber sie blieb immer ihrem Lehrer Alexander Fender treu und dem dort in München der gelehrten Phänomenologie. In ihrer Dissertation zeigt sich ganz deutlich der Einfluss von beiden Richtungen, von der traditionellen Phänomenologie sozusagen aus München, also die der logischen Untersuchung naheliegt, und eben der Ideen Eins, was teilweise zu Verwirrungen führt. Aber Briefe aus ihrem Nachlass haben gezeigt, dass sie eindeutig eine Vertreterin der Münchner Phänomenologie ist, also der frühen Phänomenologie. Und auch ihre späteren verfassten Artikel von 1928 an haben eben die fenderische Phänomenologie als Grundlage genommen und sich damit beschäftigt. Nichtsdestotrotz, auch wenn Walter eine der unbekanntesten oder der unbekannteren der drei Phänomenologen ist, hat sie eben durch ihre Tätigkeit in der Freiburger Phänomenologischen Gesellschaft stark zur Phänomenologie beigetragen. Sie hat durch ihr Sachregister zu den Ideen Eins stark dazu beigetragen. Sie hat Fenders Phänomenologie verwendet und auch weiterentwickelt und kann schon hier eben auch als wichtige Vertreterin der Phänomenologie gesehen werden. So, abschließend lässt sich somit dann sagen, dass Hedwig Conrad Martius eindeutig eine Vertreterin der Göttinger Phänomenologie ist. Das bedeutet im Sinne der logischen Untersuchung, sich ihr ja auch tendenziell auf die Sachen selbst beschränkt hat, also die Untersuchung der Phänomene, der wesentlichen Merkmale der Phänomene.
Edith Stein, ebenfalls als Teil der phänomenologischen Bewegung in Göttingen, ebenfalls ein großes Verständnis für die logischen Untersuchungen. Sie ist zwar mit nach Freiburg rübergegangen, ist aber nicht gänzlich oder nicht Husserls transzendentaler Wende gefolgt. Im Gegenzug dazu Walter, die eben nur durch die transzendentale Wende Husserls geprägt und nur durch die Ideen 1 geprägt wurde, aber eben durch Fender die Münchner Phänomenologie kennengelernt hat und somit ihren Fokus vor allem auf die Phänomenologie der Psychologie fokussiert hat. Also das heißt, man spricht auch von der phänomenologischen Psychologie beeinflusst wurde. All diese Informationen sind natürlich hilfreich, um zu verstehen, welche Positionen in ihren Werken dargestellt werden, wie man einzelne Begriffe zu verstehen hat und welcher Fokus dahinter steckt. Wie bei Walter beispielsweise sollte man dann im Hinterkopf behalten, dass durch Husserls transzendentale Wende natürlich das Primat im Vordergrund steht und es um die Konstitutionsanalyse geht. Also wie das Subjekt Dinge konstituiert, ins Bewusstsein treten lässt, es erscheinen lässt sozusagen. Während eben die Göttinger und Münchner Gruppe sich ja viel mehr auf die wesentlichen Merkmale der Phänomene konzentriert hat, das heißt mehr im Bereich der Ontologie tätig war. Dies einmal vorab dazu. Nun haben Sie in diesem Video kennengelernt, wie die phänomenologische Bewegung sich entwickelt hat, welche Tendenzen es gab und dementsprechend sind dann auch die Texte der einzelnen Phänomenologinnen einzuordnen. Wenn Sie Fragen haben,